stark angefangen, aber dann doch ziemlich stark nachgelassen. Das ist das Zwischenfazit des heutigen Handelstags. Und dass es dann nach unten gegangen ist, das hat vorwiegend zwei Gründe. Der erste ist die Sorge um die Fed und ihre Zinsanhebungen nach wieder sehr, sehr starken Konjunkturdaten aus den USA. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, die Lage um Taiwan. Das wollen wir uns alles jetzt mal anschauen. Hier, meine Damen und Herren, sehen Sie den Leitindex der weltweiten Aktienmärkte. Das ist der S&P 500. Der ist heute zunächst mal auf Future-Basis bis 4070 Punkte etwa gelaufen. Und dann ging es mal 100 Pünktchen nach unten und das ziemlich zackig, ziemlich heftig, wie Sie hier an diesem Chart von Capital.com sehen können. Was ist da passiert? Warum ist das so gelaufen? Zunächst mal ja dieser Optimismus, warum auch immer. Jedenfalls sind die Märkte überkauft gewesen und dann gab es so ein Zurückschnappen, eine technische Gegenbewegung, die verlor dann so ein bisschen an Elan. Und hier sehen wir, dass jetzt der S&P 500 im Prinzip die Hälfte der gesamten Rallye seit dem Juni, die uns ja richtig, richtig satt nach oben geführt hat, jetzt schon wieder aufgegeben hat. Im übrigen Chart sehen wir, ja, das Ausbruchsniveau, das ist so 3950 Punkte. Da waren wir fast schon gewesen. Und das Mantra scheint zu sein, im Jahr 2022, die Bullen sagen, fight the Fed. Im Jahren 2009 bis 2021 haben die Bullen gesagt, don't fight the Fed, denn die wussten, die US-Notenbank in ihrem Rücken. Jetzt ist die Notenbank nicht mehr der Freund der Aktienmärkte. Das hat dieser freundliche Herr Neil Kashkari sehr, sehr klar gesagt, hier faktisch klar gemacht hat. Die Fed freut sich darüber, dass die Märkte nach unten gegangen sind nach der Rede von Jerome Powell. Das war der Anfang, ja, dessen Rede in Jackson Hole. Seitdem geht es nicht mehr wirklich mit dieser Rallye weiter. Und dann kam unglücklicherweise, so pervers es klingen mag, eben dann noch starke Konjunkturdaten dazu. Das Verbrauchervertrauen des Conference Boards deutlich besser als erwartet. Nun ja, die Rechnung ist relativ einfach. Wahrscheinlich aus zwei Gründen sind die Verbraucher besser gestimmt. Erstens, weil es mit den Aktienmärkten nach oben gegangen war. Und zweitens, weil die Benzinpreise gefallen sind. Das ist für die Amerikaner wichtig. Das heißt für sie, ja, Inflation wird vielleicht doch nicht so schlimm. Und dann hatten wir auch noch bärenstarke JOLs, also Job Openings. Das sind also die von Arbeitgebern angebotenen Jobs. Die sind wieder deutlich über 11 Millionen gestiegen. Also dadurch haben wir sehr viel mehr offene Stellen als Arbeitslose. Und Jerome Powell hatte klar gemacht, dass diese Jobs, die angeboten werden, die offenen Stellen, dass das ein Riesenthema ist. Harker hatte kürzlich in Jackson Hole auch gesagt, also ich spreche mit vielen Firmen und die sagen, wir suchen dringend Leute und kriegen keine. Das ist also ein Riesenthema und hier sehen wir, ja, das ist natürlich dann auch in der Folgewirkung eine Lohnpreisspirale, denn diejenigen, die dann sagen, okay, ich komme zu dir, kann für dich arbeiten, aber dazu möchte ich dann bitte auch ein sehr saftiges Gehalt haben, das bringt also diese Lohnpreisspirale dann weiter nach oben. Und der zweite Grund, warum es heute nach unten ging, nach diesen Konjunkturdaten, war dann die Meldung aus Taiwan, dass die Taiwanesen eine chinesische Kampfdrohne beschossen haben. Sie wollten sie offenkundig nicht abschießen, aber es waren auf jeden Fall Warnschüsse. Und das hat hier diese geopolitischen Risiken gleich noch mit ins Spiel gebracht. Unschöne Kombination, erst diese starken Konjunkturdaten, Zinssorgen, oh, die Fed wird nicht so schnell aufhören können mit den Zinsanhebungen und jetzt eben auch diese geopolitische Dramatisierung, könnte man sagen, der Lage in Taiwan. Und das, was die Märkte auch nach oben geführt hat, das war in der Rallye ja das positive Gamma. Also die meisten Leute, die haben auf diese steigenden Kurse gewettet mit Calls im Optionsbereich. Dann müssen die Market Maker, die faktisch ja gegen die Marktteilnehmer wetten, sich absichern, müssen dann selber Käufe tätigen, um ihr Risiko zu hedgen, zu neutralisieren. Jetzt aber, wo der Markt nach unten geht, müssen eben diese Market Maker sich auf die Unterseite absichern, das heißt abgesichert sein, falls der Markt weiter fällt und so könnte sozusagen eine sich verstärkende Dynamik hier aufkommen. Wir hatten dann noch Aussagen von Fed-Mitgliedern, Williams, New York Fed-Chef, der gesagt hat, ja, irgendwas über 3,25
3,5% Zinsen kann ich mir gut vorstellen. Hoffnungszeichen in Sachen Inflation, aber die Inflation sei nach wie vor viel zu hoch. Und dann noch Bostik vielleicht mit der besten Aussage für die Bullen. Der hat gesagt, ja, falls jetzt die Inflation nachlässt, dann könnten wir auch mit den Zinsanhebungen nachlassen. Und dennoch die Stimmung, nicht nur am Markt, sondern auch bei amerikanischen CEOs, also Firmenchefs, ist ziemlich mies, ist eigentlich auf Rezessionsniveau. Hier sehen Sie auf der rechten Seite hier einen Chart von Liz Ann Saunders, die eben sagt, ja, also wir haben jetzt im Grunde ein absolutes Niveau hier erreicht beim Vertrauen dieser CEOs, das sonst nur in Rezessionen oder kurz vor Rezessionen erreicht wird. Also vielleicht geht das mit der Wirtschaft dann schneller bergab, als man denkt. Bergab geht es heute auch wieder mit den Kursen an den Gas- und Strommärkten. Sie erinnern sich, ich hatte gestern ein Video dazu gemacht mit der These, das wird jetzt schwierig, diese Fahnenstangencharts bei Gas und Strom aufrechtzuerhalten. Jetzt stürzen die Strompreise ab, weil eben die EU Interventionen jetzt plant. Die sagen, das lassen wir jetzt nicht mehr schlicht so weiterlaufen. Dann schauen wir uns mal Gas an. Heute auch wieder so über 7% gefallen auf 252 Euro beim Dutch TTF. Und wenn wir uns hier mal die Strompreise anschauen, da sind wir jetzt knapp über 600 Euro die Kilowattstunde. Gestern waren wir in Deutschland für den deutschen Strompreis über 1000 Euro. Also hat sich nicht ganz halbiert, das muss man sich mal vorschlagen. Relativ illiquider Markt, aber wir sehen, wie es da zur Sache geht. Und das ist auch wirklich nötig, denn das Leid ist schon groß. Hier hat einer auf Finanzmarkt der Welt kommentiert. Unsere Energielieferverträge laufen zum Jahresende aus und ich bekomme schon heute Angebote meines derzeitigen Lieferanten, Neuabschlüsse zu tätigen, um einen Minimalrabatt zu erhalten. Habe ich in diesem Jahr für die Gaslieferung noch 120 Euro monatlich, also 1400 Euro im Jahr bezahlt, dann soll ich nächstes Jahr schon 7000 Euro bezahlen. Ob unsere Politiker wissen, dass neben Energiekosten alle weiteren Lebenshaltungskosten gestiegen sind und noch weiter steigen werden. Wenn es jetzt mit der Stromverteuerung auch so losgeht, reicht mein Renteneinkommen nicht mal aus, um die Energiekosten zu bezahlen. Und jetzt Habeck, Scholz und Co. gebt uns mal eine Antwort. Aber die Lage ist nicht nur in Deutschland dramatisch, auch etwa in Finnland, wie Tuomas Mallinen hier sagt. In Finnland haben sich die Strompreise verzehnfacht bis verzwölffacht, sodass eben die kleineren Unternehmen teilweise das gar nicht mehr schultern können. Das wird auf Dauer nicht funktionieren können. Also hat die EU richtigerweise oder ja notwendigerweise gesagt, okay, wir müssen da was ändern. Allein psychologisch hat das schon einen gewissen Schalter umgelegt. Und diese steigenden Energiepreise, die sind natürlich auch ein Riesenthema für die EZB. Knot hat heute gesagt, das EZB-Mitglied, wir müssen hier richtig Gas geben, um diese Inflation zu bekämpfen. Eine Rezession später scheint unabwendbar zu sein, so hat er gesagt. Und Müller, ebenfalls von der EZB, sagt, ja, wir sollten einen 75-Basispunkte-Schritt hier diskutieren, denn die Lage um die Inflation hat sich nicht verbessert. Hans-Werner Sinn sagt dazu, jetzt rächt sich der geldpolitische Schlendrian der letzten Jahre. Ja, man kann unbegrenzt Geld drucken und es macht nichts aus. Ja, solange wir Globalisierung haben und irgendwo Arbeitsplätze entstehen von Billiglöhnern in China und dann in Kambodscha oder keine Ahnung, dann hat das funktioniert. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Deswegen heute auch die frischen Verbraucherpreise aus Deutschland mit 7,9% höher. Noch ein Ticken als erwartet. Lebensmittelpreise 16,6% gestiegen und es deutet alles darauf hin, dass wir dann jetzt im Herbst die 10% Marke reißen, wenn das 9-Euro-Ticket ausläuft, wenn der Tankrabatt ausläuft, wenn dann die Gasumlage ab 1. Oktober kommen wird. Und jetzt haben wir meinen drittbesten oder viertbesten Freund Marcello Fraccherino. Der hat heute getwittert, weder die Bundesregierung noch die EZB können etwas an der hohen Inflation ändern, weil die Hauptursache der Krieg in der Ukraine ist.
Ja, jetzt schauen wir uns mal die Inflationsentwicklung an, Marcello. Und dann sehen wir, als du das hier auf den, du führst das ja auf den Ukraine-Krieg zurück, der begann Ende Februar, da waren wir schon bei über 5% Inflation. Also das ist die Hauptursache. Ja, können wir ja alle nichts dafür, nicht wahr? Das ist ja der böse Putin, der überfällt die Ukraine und bums geht die Inflation nach oben. Das ist ja blöd gelaufen, gell? Wenn der Krieg vorbei ist, dann plumpst die Inflation wieder nach unten. Sicher dat, Marcello. Und jetzt sagt Danske Bank etwa. Also wir glauben, dass die EZB jetzt in eine Rezession hinein die Zinsen anheben wird, nämlich jetzt bei der nächsten Sitzung um 75 Basispunkte. Dumm gelaufen, Madame Lagarde, die ja ohnehin abgetaucht ist, die über Gender-Geschichten spricht und über alles, was sozusagen mit der Inflation nicht zu tun hat. In Jackson Hole hat sie mal eiskalt geschwänzt. Und jetzt soll sie uns dann bald erklären, wie sie jetzt mit den Zinsen weiterfahren will. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesen Energiethematiken. Jetzt hat etwa von der Leyen heute gesagt, ja, der europäische Strommarkt, der würde gar nicht mehr richtig funktionieren. Also sprich, da müssen wir die Regeln ändern. Wenn irgendwas gegen dich läuft, so schreibt der Bloomberg-Analyst Javier Blas, dann sind die Deutschen offenkundig schnell dabei, die Regeln zu ändern. Ja, dumm gelaufen, könnte man auch hier sagen. Aber jetzt kommt doch etwas Bewegung. Habeck scheint den Weg für den Weiterbetrieb der drei deutschen AKWs, die ja noch laufen, offenkundig zu ebnen. Die Bedingungen des Stresstests werden da geändert. Da soll auch der Preiseffekt eine Rolle spielen, damit es offenkundig dieses MERIT-System gemeint, wonach praktisch das teuerste Kraftwerk, das sind derzeit Gaskraftwerke, den Preis letztendlich setzen. Also es kommt Bewegung und das, was Habeck ausschließt, zum Beispiel in Sachen Gas, ist jetzt ein Gaspreisdeckel zu machen. Es gab ja auch und gibt ja auch, wie zum Beispiel in Frankreich, Vorschläge, beziehungsweise dort ist es schon umgesetzt, dass man einen Strompreisdeckel macht, also praktisch die Strompreise gedeckelt sind. Jetzt hat sich heute die Strombörse dazu geäußert, die EEX in Leipzig, und die sagt, eine Deckelung des Strompreises würde daran nichts ändern, außerdem den Effekt haben, dass die Notwendigkeit sinkt, Strom zu sparen auf der einen Seite und die Anbieter, die also Strom produzieren, keinerlei Anreize zur Steigerung der Stromproduktion mehr haben, mit der Folge, dass früher oder später das Angebot geringer wird, was das Problem dann noch weiter verschärft. Das ist die Erfahrung der letzten Jahrzehnte. Es ist immer so ausgegangen, dass bei Preisdeckeln dann das Angebot nach unten gekommen ist, dadurch der Mangel noch verstärkt wurde. Also das ist keine Lösung. Jetzt hat Habeck also nach vielen Monaten entdeckt, dass das vielleicht in Sachen Gas zumindest nicht die beste Idee ist. Und wenn wir bei Gas sind, hier Wien Energie, die ja Riesenprobleme haben, dieser städtische Stromproduzent in der österreichischen Hauptstadt. Die mussten gestern, nachdem der Preis ja so massiv gestiegen war, nochmal extra 1,75 Milliarden Euro an Margin hinterlegen, an Sicherheitshinterlegung praktisch leisten, weil sie eben als Stromproduzent sich absichern gegen fallende Strompreise mit Shortkontrakten. Diese Shortkontrakte sind bei steigenden Preisen massiv unter Wasser, musst du Margin nachschießen. Heute ist der Preis deutlich runtergefallen, wie wir gesehen haben. Jetzt würden 800 Millionen dieser Marge wieder frei. Das ist unglaublich, was an diesen Märkten derzeit passiert. Meine Damen und Herren, jetzt noch einige Hinweise in eigener Sache. Morgen, ich hoffe, es klappt, mit Andreas Deno Larsen, dessen Tweets Sie oft schon hier im Markeflüster gesehen haben, Ex-Chief Strategist der skandinavischen Großbank Nordea. Morgen 19 Uhr, Thema Energiekrise. Sind die Deutschen verrückt, weil die sich ein bisschen komisch anstellen derzeit? Wenn wir jetzt hier zur ersten Artikelempfehlung kommen. Das war jetzt erstmal ein Hinweis auf morgen 19 Uhr. Wie gesagt, ich hoffe, das klappt alles. Sicher klappte der Artikel Zinskeule der Fed, winkt wieder ein Dezember 2018, wir erinnern uns. Da hat Paul ja umsteuern müssen. Das geht diesmal wegen der Inflation nicht. Wunderbares Gesamtbild der Situation, in welcher Zwangslage die Fed jetzt ist, wenn die Wirtschaft wirklich dann absäuft und die Aktienmärkte abschmieren. Auf der anderen Seite will sie nicht, dass die Aktienmärkte zu stark steigen. Ziemlich dumme Situation. Dann, zweiter Artikel, kommt nach der Energiekrise die Nahrungsmittelkrise. Extrem kompetenter Überblick über die gesamte Situation am Nahrungsmittelmarkt, der uns interessieren muss. Wir dürften bald vielleicht Obst- und Gemüseknappheit haben, weil die Bauern in Holland nicht mehr mitspielen, nachdem sinnfreie
Vorgaben der EU letztendlich viele Bauern die Existenz kosten wird. Und dritter Artikel zum Deutschland nochmal, Russland exportiert in EU-Länder Öl und Gas auf Hochtouren. Nur die Deutschen kaufen nichts, die kaufen es von denen, wo die Russen es hin exportieren, zum Beispiel nach Norwegen. Wir kaufen es dann von den Norwegern, damit wir praktisch es nicht von den Russen gekauft haben, zahlen da einen wunderbaren Aufpreis. Dieser Artikel behandelt diese deutsche Naivität, die ziemlich teuer ist, also drei Artikelempfehlungen plus Boom und Bust, morgen 19 Uhr, da packe ich Ihnen schon mal den Live-Link mit rein. Und jetzt sage ich Servus und Ciao.